Also für mich bedeutet Nachhaltigkeit, dass ich weiß, dass meine Enkelkinder später diesen wunderschönen Planeten Erde genauso schön erleben dürfen wie wir. Und dazu gehört, dass jeder Einzelne nachhaltig denkt und auch nachhaltig lebt. Da muss jeder seinen eigenen Beitrag zu leisten, im Alltag, in jeglichen Lebenssituationen. Künstler sind ja die Seismografen in unserer Gesellschaft. Und Künstler haben oft die Fähigkeit, gewisse Dinge vorauszusehen oder vorherzusagen und in ihrer künstlerischen Abbildung auch gewisse Themen anzusprechen. Ich hatte damals die große Ehre, dass die JU-Stiftung zu meiner Galerie in Deutschland gegangen ist, hier in Düsseldorf, und gefragt hat, ob ich als Künstler dazu bereit wäre, die 17 Nachhaltigkeitsziele künstlerisch zu interpretieren. Und als ich dann von der Nachricht gehört habe, habe ich nicht lange überlegt und habe eigentlich relativ schnell auch zugesagt, dass ich dieses Projekt gerne annehmen würde. Und dann hat das ganze Projekt seinen Lauf genommen und ich habe ungefähr ein Jahr dafür gebraucht, alle Bilder zu malen. Ich habe gemerkt, es bringt mich erstens als Künstler weiter in meiner künstlerischen Tätigkeit, wie aber auch meiner Anschauung gewissen Themen gegenüber, über die ich mir vorher noch nicht allzu viele Gedanken gemacht habe. Und das war für mich einfach unheimlich inspirierend und habe mich deswegen auch dieser Aufgabe sehr gerne angenommen. Und so kam es dann zu dem Projekt. Mir tut es einfach im Herzen weh, wenn ich sehe, wie die Meere und die Ozeane mit Plastik zugemüllt werden, und kann sowas nicht vertreten bzw. nicht einfach auf mir sitzen lassen und habe dadurch auch meinen Willen geweckt, um da halt meinen Teil beizutragen und da was Gutes zu tun. Ganz gleich, ob Unternehmer oder jeder Einzelne, jeder kann seinen Beitrag dazu leisten. Unternehmen haben auch die große Möglichkeit oder ich würde auch sagen, die große Chance, auch voranzugehen und Nachhaltigkeit mehr in die Gesellschaft und in das Unternehmendenken zu etablieren. Und jeder, der diese Chance nutzt, geht mit gutem Beispiel voran. Wenn wir das erreichen, worüber wir heute reden, dann hoffe ich natürlich, dass wir im Jahr 2030 nicht mehr dieses Interview in dieser Form führen müssen. Und ich hoffe natürlich auch, dass bis dahin dieses Thema einfach in den Köpfen der Leute angekommen ist und jeder dann auch nachhaltig konstant agiert.